Ich habe neulich schon einen Adventskalender von Catrice ausgepackt und jetzt möchte ich den nächsten auspacken. Neulich war es, glaube ich, die Collection 1 und jetzt habe ich noch die Collection 6. Die kann man bei Müller kaufen. Und ich dachte mir, dieses Jahr vielleicht schaue ich einfach mal, was die unterschiedlichen Collections so beinhalten. Man sieht es zwar auch immer auf den Bildern, aber ich wollte es quasi auch in den Händen haben. Und natürlich werde ich das ein oder andere doppelt, dreifach und so weiter haben. Und ich werde euch im Laufe des Videos auch erzählen, was ich mit den Produkten mache. Jetzt starten wir aber erstmal los. Also der Kalender ist echt super schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte ihn gerade so ein bisschen schräg mit einer Hand halten, aber das war echt nicht ohne. Also es ist ein Do-it-yourself-Kalender. Das heißt, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dürft ihr ihn nicht vorbereiten. Und alle Kalender kommen hier mit so Aufklebezahlen. Und dann haben sie auch unterschiedliches Layout an Tütchen. Wir haben hier so einen kleinen Nutcracker drauf. Moment. Und falls ihr diese Tütchen nicht verwendet, weil ihr euch selber den Kalender schenkt, dann verwendet es einfach für Geschenke an Freunde oder Familie oder so. Oder macht Plätzchen rein. Ich denke mal, dass das Papier auch dafür gut genug sein wird. Die 116, so ein Icon Nail. Ich denke, dass wir davon auch einige drin haben werden, von den Icon Nails. Nummer 116, Fly Me to Kenya. Der war in dem letzten auch schon drin. Da kann ich mich genau dran erinnern. Ich glaube, ich hole jetzt einfach erstmal alle Nagelprodukte raus. Wir haben mal raus. Wir haben noch einen Icon Nails und zwar Bloody Mary to go. Nummer 02 ist so ein richtig schönes Rot. Ein sehr rosiges Rot, aber ich finde, es passt wirklich sehr gut zu Weihnachten. Ein Glam and Doll Easy Wash Up. Wash Off Power Eyeliner. Und zwar in der Farbe Ultra Black. No Microplastic Particles. 24 Stunden drauf. Easy Off. Mal sehen. Ich habe so viele Eyeliner. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt behalten tue. Das ist die Farbe 95. You Keep Me Brave. Sieht toll aus. Also ich mag es ja vor allem im Sommer, solche Farben. Energy iPad Mask. Eyepatches, genau, Depuffing, Hydrating, Energizing and Revitalizing. Wir haben noch einen Lash and Brow Designer. Und zwar Shaping and Conditioning Mascara Gel. Aha, Shaping and Conditioning. Ich hoffe, dass es nicht so eine Textur hat, die ewig nicht runtertrocknet, weil wenn da Conditioning steht, dann weiß ich nicht genau. Hat ein relativ großes Bürstchen unten dran und ist, wie man unschwer erkennen kann, auch transparent. Ein Natural All-in-One Hardening Base und Top Coat, also ein Coat, den man für beides verwenden kann, einen durchsichtigen. Ich finde, der sieht extrem flüssig aus. Mal schauen, ne? Hier habe ich noch einen Lippenstift. Charming Rose, den habe ich heute auch drauf. Ich habe nämlich gerade ein Video auch gedreht, wie ich den Catrice-Kalender sozusagen verschminke. Und wenn ihr meine letzten Videos schon geschaut habt, dann wisst ihr es auch. Die meisten Produkte aus den Kalendern werde ich nicht aufbrauchen können. Ich verschenke meistens was an meine Familie, aber ich verschenke sehr gerne auch was an euch. Und ich würde euch bitten, über meine gesamte Adventskalenderreihe einfach fleißig zu sein, euch zu zeigen, zu kommentieren, irgendwelche Hashtags drunter zu schreiben, zu liken natürlich und meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr möchtet, auch das Glöckchen noch anzuklicken. Das ist hier immer so unter dem Video. Dann bekommt ihr auch jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und dann werde ich mir einfach unter ein paar Fleißigen, ob neu, ob alt, das ist mir völlig wurscht, einfach ein paar Leute aussuchen, die ich dann beglücke mit den Produkten. Letztes Jahr habe ich für jeden, ich glaube, ich habe 6 oder 7 Adventskalender gebastelt. Ganz persönlich und mit Hand. Und die habe ich dann verschickt. Und ich glaube auch, die sind ganz gut angekommen. Schreibt mir mal rein, ob ihr vielleicht einen bekommen habt. Hier habe ich noch einen Brow Fix Soap Styling. Soap Stylist. Das ist so eine, ja, Soap Style. Augenbrauen-Dingsbums. In der Farbe 030 Dark Brown. Ich habe den tatsächlich schon in 2 Farben. Ich habe ihn in so einer hellen, in so einem Blondton und in durchsichtig. Und jetzt habe ich ihn auch noch in Dark Brown. Mal gucken. Vielleicht brauche ich ihn, vielleicht aber auch nicht. Die 112 haben wir hier noch. Das ist die Farbe Dream Me to NYC. Sieht ganz cool aus. Ich glaube aber, ich werde sie nicht behalten, weil ja, ich sag mal so erdigen Töne, irgendwie mag ich die nicht auf meinen Fingern so gern. Wobei dieses Grau schon irgendwie cool aussieht. Mal gucken. Habe ich auch noch nicht. Brauche ich, glaube ich. Einen Lippenstift haben wir. Ich glaube, das ist auch ein Standardsortiments-Lippenstift. Das ist die Farbe 110, Be Invincible. So sieht sie aus. Mal gucken. Ich mache es jetzt mal auf. Ich habe euch zwar im letzten Unboxing gefragt, ob ihr das irgendwie unhygienisch findet, aber irgendwie denke ich mir, ihr wollt es ja auch sehen, oder? Ich will es ja auch sehen. Sieht auf jeden Fall matt aus und die Farbe gefällt mir ja richtig gut, ne? Ist irgendwie echt so ganz anders. Mag ich. Hier habe ich noch einen Blush und zwar It's Wine O'Clock. Also Blushbox, das ist ein Glowy
ein Glowy Blush und die Blushbox, die gibt es so nicht mehr. Deswegen machen sie die jetzt natürlich auch in die Kalender, was ich auch völlig gut und in Ordnung und okay finde. Und jetzt gibt es dafür diese Air Blushes, die sind auch ganz toll. Ich habe hier noch einen Lippenstift rausgeholt, den kenne ich auch noch nicht. Das ist so ein Power Plumping Lipstick in der Farbe 170. So sieht's aus. Eine ganz schöne, natürliche Farbe. Und ich könnte mir vorstellen, ja, dass sie so leichte, kleine Schimmerpartikel drin hat, damit das nochmal so schön mehr geplumpt ist. Optisch zumindest. Weiter geht's mit einem Night Repair Lash and Brow Mask. Ist auch ein Produkt, was es in dem anderen zumindest nicht gab. Und zwar Power Care Complex. Castor, Almond und Rice Oil. Also mit Rizinus, Mandel und Reisöl. Und dadurch soll es eben sehr pflegend sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das so mit so einem Bürstchen drauf macht. Ich verwende jeden Abend Castor Oil, also Rizinus Oil, für meine Augenbrauen. Und ich bin auch der Meinung, dass sie dadurch fester und stabiler und widerstandsfähiger auch werden. Also kann ich das nur empfehlen. Hier haben wir noch einen Power Plumping Lipstick in der Farbe 010. Ich weiß nicht, ob es der war, den ich schon hatte, oder eine andere Farbe. Also ich hatte drei davon, glaube ich, in dem anderen Kalender. Farbe 101. Peony Petal. Nee, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Eine große Palette, finde ich gerade richtig geil. Eine Summer Obsession Bronzer, Blush und Highlighter Palette. Finde ich super. Ich hatte davon mal eine Highlighter-Palette, die mochte ich nicht so gern, weil die mir zu glitzerig war. Ich habe davon eine Contour-Palette, die ist mega. Und hier haben wir dann auch noch diese entsprechenden Blushes dazu. Finde ich natürlich super cool. Ja, finde ich echt toll. Hinten habt ihr noch eine kleine Anleitung. Wow. Oh, ein dunkelblauer Nagellack. Weiß ich nicht, ob ich den behalte. Vielleicht behalte ich ihn erstmal und gebe ihn dann irgendwann weg. Das ist die Farbe 128. Blew me away. Sehr süß. Ich finde die Farbe, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Blau auf meinen Nägeln. Generell von Blau. Aber die Farbe sieht so krass einfach aus. Irgendwie edel schon fast wieder. Hier ist noch ein Volumizing Lip Booster. Und ich schätze auch die Farbe, die ich... Nee, doch Every... Berry's Darling. Habe ich auch schon. Werde ich auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich mag die Lip Booster total. Ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, wie ihr zu Lip Boostern steht. Der ist auf jeden Fall ziemlich eisig. Also der wird wirklich sehr frisch auf den Lippen. Aber wie gesagt, ich mag es. Wir haben noch eine Palette. Und zwar eine Konturpalette. Cool. Auch die war im letzten Kalender schon drin. Die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Wir haben hier zwar einiges an Kickback in dem Pfändchen, aber das ist wirklich eine sehr, sehr gute Palette. Ein Volumizing Lip Plumber oder Volumizing Lip Booster in der Farbe Ice Ice Baby. Sehr viele Lippenprodukte, denn hier kommt schon der nächste Power Plumping Lip Stick. Und zwar in der Farbe For the Brave 70. Der ist wirklich For the Brave. Weil, das ist eine Ansage. Ist nicht mein Vibe. Weil es ist hier für einmal im Jahr, wenn ich eine Party habe oder wenn ich auf eine Party gehe, weiß ich nicht, habe ich glaube ich genug. Wir haben noch die Mauve Collection Palette, die es jetzt auch nicht mehr gibt, die quasi ausgetauscht wurde durch eine neue Kollektion. Die gab es in dem anderen Kalender auch schon und wie ich auch gesehen habe, hatte ich die auch schon. Deswegen ja, bin ich mir natürlich auch ziemlich sicher, was damit passiert. Was ich sehr cool finde, ist, dass wir gleich noch eine Lidschattenpalette haben. Also bisher muss ich sagen, mag ich den Kalender glaube ich sogar lieber, weil wir viele Paletten drin haben. Wir haben noch die Coco Collection Eyeshadow Palette. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe, aber ich glaube nicht. Wir haben noch einen Power Plumping Gel Lipstick und die Farbe heißt Magnolia Buffet oder Bouquet. Ich glaube, die waren im letzten auch drin. Ich glaube, das war die andere Farbe, bei der ich dachte, dass es die hier ist. Aber schaut, so ist der Unterschied. Also die eine ist einfach noch ein bisschen peachiger. Diese Peony Petal und das ist hier die Magnolia Buffet, die ist ein bisschen noch rosiger, noch kühler. Ja, also ich finde die hier tatsächlich auch ein bisschen schöner. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht. So, wir machen einen Wrap-Up. Und zwar haben wir zwei Lip Plumber. Wir haben echt viele Lippenstifte, wovon einer pflegend ist. Drei Augenbrauenprodukte, einen Eyeliner. Kein Mascara fällt mir gerade auf, aber gut, ich mag die Mascara eh nicht von Cafés. Wir haben ein pflegendes Produkt und zwar so eine Maske für die Augen. Vier Paletten, zwei Lidschatten, eine Kontur und eine mit Blush und allem möglichen und einen Full-Size-Blush nochmal dazu. Sechs Nagellacke, wo glaube ich auch für jeden was dabei ist, wenn man Nagellacke mag.
alles Full Size. Das muss ich wirklich sagen, da ist Catrice wirklich ganz groß dabei. Alles in Full Size. Es ist zwar ein Do-it-yourself-Kalender, von daher natürlich weniger Aufwand, dadurch auch günstiger in der Herstellung, aber es ist ja völlig okay. Ich habe hier nur Full Size-Produkte. Ich bin mir sicher, wir haben ja auch wieder so 60% Rabatt insgesamt. Wir werden jetzt hier mal unsere Rechnung machen. Pro, er ist nur Full Size. Er hat viele Paletten. Negativ, also nicht pro, anti, wie auch immer. Er hat zu viele Lippenprodukte und sehr viele Nagellacke, aber ganz ehrlich, es ist eigentlich völlig okay. Schreibt mir jetzt gerne unten mal in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet, ob ihr den Nummer 6 oder die Nummer 1 besser fandet. Ich werde wahrscheinlich bald noch einen auspacken. Schreibt mir mal, welche Collection ihr noch gerne unbedingt sehen wollt. Und jetzt bedanke ich mich wieder ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin. Schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, Maria packt Adventskalender aus oder ich schminke irgendwelche Looks oder so oder so. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon wieder ganz doll aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye-bye.